So, 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 YouTube. Es möge beginnen. Frostpunk 2. Es ist draußen. Es ist erschienen. Es ist da. Es wartet auf uns. Der kalte Segen unserer Stadt. Unserer Stadt, die wir früher aufgebaut haben. Wir haben es geschafft, in Frostpunk 1 kein einziges Todesopfer im Run zu haben. Nur eine Frostbeule hatte der eine. Und das ärgert mich heute noch, dass wir einen mit einer Frostbeule nur hatten, der hätte auch eine nicht haben müssen, dann hätten wir alle gerettet, alle ohne Tod, aber ja gut, eine Frostbeule ist glaube ich zu verschmerzen, nicht wahr, dafür, dass es so kalt ist. Ich bin gespannt, was mich in Teil 2 von Frostpunk erwartet. Wir haben schon festgestellt, das Spiel hat einiges schon gut gemacht. Sprache wechseln ohne Neustart, Einstellungen wechseln ohne Neustart, Bildschirm auswählen ohne Neustart, perfekt. So kann man es machen und epische Musik, schlichtes Menü, was einen super abholt. Gefällt mir jetzt schon sehr stark und ich habe vorher extra nichts vom Spiel gesehen. Wollte mich überraschen lassen und ich bin leicht begeistert. Ich hoffe, dass es nicht wie bei Starfield, da war ich im Menü auch noch begeistert. Obwohl das Menü von Starfield schon kritisch war. So, und ich würde sagen, wir starten in den Story-Modus rein. Willkommen zu Frostpunk 2. Frostpunk 2 ist ein herausforderndes Spiel, bei dem Vorausplanung entscheidend ist und das Scheitern ist ein natürlicher Teil der Erfahrung. Wenn Sie einen Veteran des originalen Frostpunk sind oder eine Herausforderung lieben, können Sie Ihr Glück auf dem Schwierigkeitsoffizier oder höher versuchen. Andernfalls empfehlen wir, den Bürgerschwierigkeitsgrad zu beginnen und das Spiel Schritt für Schritt zu meistern. Denken Sie dran, es geht nicht darum, wie oft wir fallen, es geht darum, wie oft wir wieder aufstehen. So sieht's aus. Okay. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kapitel anscheinend. Und wir fangen mit dem Prolog an. Sie fanden die alte Maschine, wie sie es immer tun. Und wenn der Schneesturm eintrifft, müssen sie überleben. Musik sehr stark. Aktuell noch sehr laut. Ich überlege, das gleich leiser zu machen. Aber am Anfang will man die Musik mitnehmen. 1887 erfror die Welt. Die Zivilisation fiel in sich zusammen. Das alte Weltreich baute Generatoren, um die Städte der Evakuierten zu unterstützen. Die letzten Städte der Erde. Wer die Strapazen überlebte, ob zusammengedrängt an einem Generator oder draußen im Frostland, veränderte sich. 30 Jahre später sind sie alle zu ganz anderen Menschen geworden. Okay, 30 Jahre schon her. Das heißt, wir haben 1907, nicht wahr, oder so? Nee, 17. Eine moderate Herausforderung. Ich würde sagen, wir starten mit Offizier, oder? Eine Herausforderung unterfangen. Fehler sind noch nicht gleich am Ende, aber Fokus und gute Planung sind unverzichtbar. Finde ich gut. Überlebe trotz aller Widrigkeiten. Es gibt keine aktive Pause. Oh nee, Pause brauche ich unbedingt nicht, falls man zwischendrin reden will. Fortschritt wird nur beim Verlassen des Spiels gespeichert. Nee, ich hoffe, Kingdom Come Deliverance wird auch sowas haben, dass man dieses mit dem Speichern an- oder ausstellen kann. Weil ich bin kein Fan davon, dass ich nicht speichern kann, wann ich möchte. Das hat immer, ja, negative Beeinflussung. Nicht? Man passt kurz nicht auf. Das Spiel hat ein Problem oder man kann gar nicht reagieren, weil oder es klingelt. Ihr kennt das, nicht? Und dann will ich speichern können und nicht erst aus dem Spiel raus müssen, um es danach gleich wieder zu starten. Das ist ja, dann braucht man Zeit und Ruhe und die habe ich leider nicht. Deswegen starten wir ganz normal rein. Bam. Die Wanderer. Okay, dann wandern wir mal los. Ich hoffe, ihr seid alle mit an Bord und habt euch auch so auf das Spiel gefreut. Stuart. Ich glaube, er heißt Stuart. Captain. Can you hear us? Captain! Captain. Do you hear us? A generation ago, we fled the crumbling British Empire, as the world froze around us. Around us.
I held New London together. United, we survived 30 years of whiteouts. But the world around us is dead. Empty. Ripe for taking. Uh-oh. The city festers. Merely surviving is not enough. We have to expand. After all, it's us who survived the end of the world. It's us who survived. Du. Dead. Okay, da sind wir angekommen, würde ich sagen. Die Wanderer, der Prolog. Wir ziehen jetzt schon seit Jahren durch die Eiswüste. Viele von uns erinnern sich nicht an eine Welt vor dem großen Frost. Ein weiterer Schneesturm steht kurz bevor. Wieder stehen wir vor der Altmaschine. Wieder werden wir uns auf ihren Ofen verlassen, um uns im Sturm zu wärmen. In der Vergangenheit stellten wir uns immer sicher, dass wir genug Vorräte für den nächsten Schneesturm hatten. Aber wir sind über die Jahre immer zahlreicher geworden und die Versorgung wird immer schwieriger. Wir müssen überleben. Dann bin ich mal gespannt. Kampagne gegen die Kälte. Das Wrack des alten Dreadnought liegt noch immer unter dem Schnee begraben. Aber in den verstreuten Anhängern lagern weitere Ressourcen. Wir müssen zuerst das Eis durchbrechen, um an einen Ölanhänger zu gelangen und dann einen Förderbezirk zu bauen, um ihn anzuzapfen. Dann können wir den Ofen des Dreadnought einfach... anfachen und uns mit Wärme versorgen. Wir fachen den Ofen an. Okay. Pause. Erstmal ganz wichtig in dem Spiel, nicht? Am Anfang erstmal eine Pause. So. Einstellungen. Audio, ich mach nochmal ein bisschen leiser. Die war doch sehr laut alles. So. Sollte besser sein. Okay. Pause ist noch an. Wo sehe ich das? Da oben. Da ist die Pause. Bei Frostpunk 1, ja, das hier ist ein super Problem. Ich weiß nicht. Ich hoffe, die haben eine Maussensitivität. Das haben viele Spiele heutzutage nicht mehr. Und ich weiß nicht, warum. Ah, das haben die auch nicht. Ah, das müssen die unbedingt einbauen. Ich kann das hacken, indem ich die Engine-Ini anpasse und einen Wert einfüge. Das habe ich neu schon mal im anderen Spiel gemacht. Ich frage mich nur, ich meine, es gibt Mäuse mit 10.000 DPI. Die haben doch noch mehr Probleme als ich. Ich habe eine Maus mit, ich weiß nicht, 4.000 DPI von Razer oder so, nicht? Gehen die alle davon aus, dass man irgendwie einen Controller hat, der irgendwie 100 DPI hat oder so eine Maus mit Kabel, wo man so rudern muss? Ich frage mich, ich bewege meine Maus so und es dreht sich halt so. Ah. Das hatten sie aber schon als Problem, als sie damals in den Game Pass rauskam. Das war ein bisschen ungünstig auf jeden Fall. Ich muss also ganz langsam drehen, wirklich millimeterweise. Das ist unangenehm von der Steuerung her. Auch hier das links-rechts ist ein bisschen schwammig und zu schnell. Aber da können sie auf jeden Fall nochmal nachjustieren. So.
Also, ich habe ja nichts dagegen, dass es so erstmal eingestellt ist, aber warum gibt es dafür kein Slider-Menü, nicht? Einfach die Sensitivität runterstellen. Ich muss meistens von der 1.0er-Sensitivität auf 0.1 oder 0.2 runterstellen. Dann kann ich es steuern vernünftig, nicht? Ansonsten ist es viel zu schnell. Ja, jetzt muss ich mich hier erstmal dran gewöhnen. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall nachkommen müssen. Vielleicht haben sie es nur nicht geschafft. Ist aber auch von der Accessibility ein wichtiges Feature, finde ich. Auch die Mausgeschwindigkeit höher zu stellen, wenn man zum Beispiel nun ja auf einem Laptop so ein Mauspad hat. Nicht? Das hat ja auch nicht so die Geschwindigkeit. Okay, einen negativen Punkt haben wir also schon gefunden. Die Steuerung. So, was haben wir denn? Wir haben 3000 Bevölkerung, 1950 sind davon Arbeitskräfte. Wir haben 200 Schrottteile, 750 Fertigbauteile. Das sind also unsere Ressourcen. Schrott und Fertigbauteile erstmal. Uns fehlen 35 Behausungen. Und Nahrungsmittel haben wir auch Defizit, und zwar fehlen uns 60. Nahrungsmittel haben wir gar nicht, okay. Und Wärme haben wir auch ein Defizit. Nicht gut. Materialien sind nicht vorhanden. Würde ich sagen, ist auch schlecht. Und ich sitze genau davor. Das ist, glaube ich, auch schlecht. Ich ziehe mich mal ein Stück darunter. Und da ist irgendwie, was als nächstes kommt. Warme, kältere Jahreszeit, Schneesturm. Krankheit nicht vorhanden. Das ist gut. Hunger noch nicht vorhanden. Kälte ist gering. Elend nicht vorhanden. Okay. Das ist der Dreadnought. Okay. Der hängt hier über der Schlucht. Und das ist ein Ofen. Hat keinen Kraftstoff. Der Generator ist aus. Und deswegen frieren wir so leicht. Und das ist was? Kann ich das hier anklicken? Ölanhänger. Bauanhänger. Das ist irgendwie nix. Interessant. Und das ist auch ein Ölanhänger. Okay, die müssen wir also erstmal einsammeln. Viel mehr sehe ich hier nicht. Hier sind auch nochmal Ölanhänger. Bauanhänger. Okay, wichtig. Wartungswagen. Aha. Hier ist wieder ein Gebäude, was nichts ist. Noch ein Wartungswagen. Okay, die Karte auf jeden Fall größer. Wirkt zumindest größer. Und auf jeden Fall nicht so gleichmäßig, nicht? Wir haben zwei Schluchten und ein Plateau und, ja, ein Eissee. Ich glaube nicht, dass der auftauen wird. Wahrscheinlich ist das Eis super fest und wir können da drauf bauen. So, was haben wir hier unten? Der Wanderer ist unsere Gemeinschaft. Beziehung ist aktuell neutral zu denen. Hier haben wir Bezirke. Es gibt Wohnbezirke, Nahrungsmittelbezirke und Förderbezirke. Fördert Ressourcen aus dem Vorkommen. Die Art der Ressource hängt von dem dort vorhandenen Vorkommen ab. Nahrungsmittelfabrik baut Nahrung in fruchtbarer Erde an und bereitet sie für den Verzehr vor. Und Wohnbezirk bietet Zuflucht in Form von verschiedenen Behausungen. Jetzt sehen wir das erste Mal das Grid. Ist sehr griddig, sehr kleinteilig. Wahrscheinlich kann man dafür dann auch irgendwas besonders machen. Oder heißt das, ah, das soll gesperrt heißen, nicht? Ah, deswegen ist das so kleinteilig. Okay, da kann ich also nicht bauen. Ich könnte nur hier bauen. Und anscheinend sind das so Art, ja, unregelmäßige Sechsecke, Fünfecke. Mhm, okay. So, Wohnbezirk, klingt gut. Was ist hier? Hier ist Wärme. 30 Wärme, 20 Materialien. Da wir keine Materialien haben, können wir weder das eine... Also das können wir nicht bauen. Ach nee, das produziert... Das, doch, Bedarf, genau, das braucht Materialien. Das braucht nur Wärme, okay. Das braucht Wärme und auch Materialien. Das heißt, eigentlich können wir nur den Wohnbezirk bauen. Was anderes interessiert uns nicht. Was haben wir hier unten noch? Das sind die Bezirke. Hier haben wir Zentren, Nahrungsvorratzentrum. Lagert Nahrung für zukünftigen Konsum ein. Okay, ist auch nur eins groß. Gibt bestimmt später Gebäude, die auch größer sind. Und Eisbrechen.
Arbeitsteam mit schwerem Werkzeug, die das Eis aufbrechen und den Boden vorbereiten, damit das Lager weiter werden kann. Ich glaube, das ist nicht schlecht, nicht? Das ist dann für da wahrscheinlich irgendwann gedacht. Okay. Oh. Breche Eis zu einem Ölanhänger und baue einen Förderbezirk. Schalte den Ofen. Das ist ein bisschen schlecht zu lesen hier. Das die helle Schrift auf weiß. Schalte den Ofen im Dreadnought-Wrack ein, um Wärme zu produzieren. Okay, breche Eis. Kampf gegen die Kälte. Woche 1. Das ist unsere Aufgabe. Ich lass kurz laufen. Okay, kommt kein Hinweis. Tutorial. Das ist gut. Zuerst kannst du Bezirke nur in einem begrenzten Bereich bauen. Die restlichen Landschaften ist vom gefrorenen Boden bedeckt. Okay, der Boden ist komplett gefroren. Das heißt, wir brauchen diese Dinger, die das Eis brechen, damit wir da überhaupt bauen können. Oh, okay, wichtige Information. Und dafür brauchen wir die Eisbrecher. Alles klar. Okay. Kamerasteuerung, mittlere Maustaste, WSAD, ja. Tastenbelegung, ja, bla bla bla. Bezirksfähigkeiten gibt es verschiedene, Notfallschichten. Das kennen wir schon aus dem ersten Teil. Notfallschichten habe ich nie gebraucht. Ich würde auch wieder versuchen, diese diesmal zu vermeiden. Bezirke haben eine feste Anzahl an Feldern, die zum Bau benötigt werden. Okay, also doch, die brauchen teilweise mehr als eins später. Wie viele Felder du noch anklicken musst. Wahrscheinlich gibt es eine Mindest- und eine Maximalgröße und dazwischen kann man sich ein bisschen entscheiden bei manchen. Und Bezirksbau ist die Grundlage für alles. Okay. Ja, aber das meiste ist, ich glaube, das Spiel ist schon so gut, dass man das hier alles nicht unbedingt braucht. Achte auf den Preiseffekt, positive und negative Umwelteinflüsse, mindestens 3 Bezirksfelder in diesem Bereich befinden, okay. Beim Bau eines Bezirks eine Kurzinfo, das kriegen wir also hin. Das heißt, da wo gut ist, zeigt er uns das eh an. Und der Dreadnought-Ofen, das Wrack hat einen Ofen, der als Wärmegenerator dienen kann. Und den müssen wir mit Öl versorgen und dann können wir den einschalten und im Notfall in einen Overdrive packen. Das kennen wir auch. Okay. Dann geht ja eigentlich nichts anderes, als dass wir diesen Eisbrecher nehmen und hier zum ersten Öl uns durchbrechen, nicht wahr? Was anderes bleibt nicht übrig. Während das passiert, können wir aber hier wenigstens die ersten Wohnbezirke bauen. So, der braucht 6 Dinger. Weiß nicht, ob das gut ist, den hier an der Kante zu bauen, aber wenn wir Fehler machen, müssen wir in eine zweite Runde rein, nicht wahr? Okay, dann Spielgeschwindigkeit erhöhen. Was passiert? Hier wird gebaut. Oh, muss ich das mit dem Eisbrecher? Das habe ich nicht bestätigt, richtig, nicht wahr? Na, sag mal. Ich muss... Wie viel braucht... Ach, der braucht mindestens 8. Ah, deswegen. Okay, man muss... Okay, man muss... so viel anwählen. Alles klar. Das heißt, die brechen jetzt hier das Eis, wie auch immer die hier nach hinten gekommen sind, so plötzlich. Und wo wir diese riesen Maschinen her haben. Und hier entsteht das erste Wohnviertel. Man kann diesmal nicht so dicht dran zoomen, nicht wahr? Ich fand gerade im ersten Teil geil, dass man so ganz dicht ran konnte. Oder können wir später dann hier reinzoomen? Bin gespannt. So, sind die fertig. Jetzt zeigt mir immer hier rauf.
Neues Tutorial. Schrottteile. Schrott ist eine lagerbare Ressource für das Eisbrechen, das wissen wir. Schrott wird wöchentlich gesammelt. Du kannst das Schrott eintreiben, auf die Wanderer anwenden. Okay, dann werden sie aber trauriger. Nee, gut. Das wollen wir natürlich nicht. Na, was will er denn? Irgendwas will er da. Ich weiß halt nur nicht was, nicht? Er zeigt mit immer wieder das Tutorial an. Ja. Und nu? Behausung. Okay. Dein Volk braucht Behausung, um zu überleben. Behausung, Wohnbezirke brauchen auch Wärme. Ja, das ist klar. Okay, haben wir doch. So, die brauchen aber jetzt Wärme. Das Eis dahin haben wir geknackt. Dann können wir die schon mal das nächste abarbeiten lassen. So. Förderbezirk. Wie viel braucht der? 3. Warte mal, dann machen wir den so. Aber habe ich jetzt das Wrack weggemacht dadurch? Oh oh. Aber ich kann hiermit nichts machen. Drücke hier, um das Tutorial anzusehen. Verschiedene Ressourcen sind nahegelegen. Vorkommen, bla bla bla. Und wird ein Ölwang von einem Abbauviertel verwendet, während Fruchtbarbum von einem Nahrungsmittel verwendet wird. Denk dran, dass du in den meisten Fällen das Feld mit dem Ressourcenvorkommen Eisbrechen brechen musst, bevor du etwas draufbauen kannst. Nö, nee, okay. Ich werde sehen, ob es falsch war. Und hallo Helena. Hoffe, du hattest einen guten Tag. Ich hatte einen super Tag und jetzt starten wir noch mit einem super Spiel rein. Hoffe ich zumindest. Aktuell bin ich... Es hatte einen sehr, sehr starken Start. Aber ich muss, glaube ich, noch reinkommen. Ist gerade ein bisschen verwirrend, weil es doch vom ersten Teil sehr stark abweicht. Ich glaube, da haben viele dran gedacht, dass man eher so den ersten Teil so ein bisschen zurückkriegt. Es funktioniert wirklich ganz anders. Das wird also noch spannend heute. Ich hoffe, ihr friert gerne. Dann lasst den Like-Counter wenigstens nicht frieren. Der würde sich freuen über den einen oder anderen Like. Und ich mich natürlich auch. Das erwärmt das Herz auf jeden Fall. Aber ich hoffe, ihr hattet wenigstens auch einen schönen Tag. War ja nicht so kalt draußen. Da können wir hier uns auf jeden Fall nochmal abkühlen. Ich finde, man kriegt nicht mit, wenn das hier fertig ist mit dem Abbau. Ist ein bisschen schlecht. Es geht total unter in meinen Augen. So, und dann breche ich die ganze Zeit das Eis oder lohnt sich das nicht? Okay, was ist hier? Als die zähe schwarze Masse durch die Leitung fließt, bricht das Volk im Jubel auf. Der tote Körper dieser alten Maschine zeugt von den Strapazen, die uns bis hierher gebracht haben. Viel wichtiger ist aber, dass er uns bereits Schutz vor vielen Schneestürmen geboten hat und es wieder tun wird. Wir haben Öl, wir können den Ofen anfeuern. Wählen Sie das Dreadnought-Wrack aus, um auf die Ofensteuerung zuzugreifen. Sobald es eingeschaltet ist, wird der Ofen des Dreadnoughts automatisch Öl in Wärme verwandeln. Okay. Das heißt, anscheinend haben wir alles richtig gemacht. So, und wir sollen jetzt den Generator auswählen von dem Ding. Da. Und einschalten. Und jetzt fährt unsere Dreadnought hoch. Wunderbar. Der Ofen läuft, wir haben genug Öl, um den aktuellen Bedarf zu decken. Die Kälte wird unseren Leuten dennoch zusetzen.
bis sie Behausung haben. Haben wir doch. Unterkünfte schützen am besten vor Kälte, wenn sie nah an der Unterkünfte oder dem Ofen errichtet werden. Für den Bau benötigen wir vorgefertigte Bauteile. Wir haben einige, aber der Rest müssen wir aus den Anhängern bergen. Verstehe ich. Haben wir denn genug Einwohnerzeug? Nee, uns fehlt noch immer ein bisschen. Das erklärt einiges. Und Helena sagt, wir haben die Zimmeraufteilung für die Reise gemacht. Der Krieg mit den Mädels ist losgegangen. Oh weh, das ist nicht gut. Irgendwie funktioniert auch der Chat heute nicht ganz richtig, sehe ich. Der zeigt eure Nachrichten nicht an. Ist anscheinend der falsche Chat heute. Interessant. Merkwürdig. Aber okay. Oh, ja, Zimmerzuteilung, nicht? Wenn man da besondere Wünsche hat. Das war immer auf jeden Fall ein Problem. So, dann bauen wir das noch ab und dann nochmal den Förderbezirk. Der braucht wieder 3, nicht? Auch schlecht. Da hinten ist auch nochmal Eis brechen. Kann ich so viel Eis brechen, wie ich will? Anscheinend erstmal. Weil wenn das fertig ist, können wir auf jeden Fall den zweiten Wohnbezirk bauen. Hier neben. Wie viel förderst du denn? 49.000 Öl verbleiben. 150 Einwohner, Arbeiter brauchen wir. Brauch aber selber Wärme und Materialien. Und 60 Öl kriegen wir. So, und unser Generator verbraucht wie viel? 30. Okay. Das geht ja noch. Okay, jetzt ist da hinten frei, nicht wahr? Das heißt, erstmal Wohnbezirke bauen. Ja, da kann ich noch nicht. Ja, machen wir so. Okay, und hier haben wir Bauanhänger mit Fertigbauteilen. Und der Förderbezug kann was? Fördert Ressourcen. Gut, bauen wir hier einen zweiten Förderbezirk hin. Und dann... Oh, wir wollen ja darüber, nicht wahr? Wahrscheinlich können wir aber von hier aus... Ja, guck mal, wir können von hier aus zur Nahrung... Das ist super. Dann können wir da drüben nämlich noch Nahrung anbauen. Dann haben wir Fertigbauteile. Damit können wir Nahrung uns holen hier. Und dann sind wir hoffentlich auch bei der Nahrung nicht ganz mehr im Defizit. Kälte schwerwiegend. Ja. Durch Hunger. Ja. Hunger gering, ja. Wir müssen, glaube ich, eine Runde erstmal fehlschlagen hier drin, nicht wahr? Aber ihr könnt hier gerne auch eure Klassenfahrt hier hin machen. Ich habe auf jeden Fall einen Warmgenerator. Hier ist doch schön. Könnt ihr den Abgrund hinunter gucken in einer postapokalyptischen Welt, die voller Steampunk-Elemente ist. Wer will da nicht sein, nicht wahr? Ich auf jeden Fall. Nicht. Wichtig und richtig. So. Ich lass mal aber auf mal 1 laufen. Ich glaube, wenn ich schneller laufen lasse, dann komme ich am Anfang in Teufels Küche. Da muss man ein bisschen geübter sein. Baut das Lager dicht an dicht. So fangen wir die Wärme besser ein. Okay. Achso, das ist wahrscheinlich fertig, nicht? Also da fehlt mir eine Notification, dass das Eis gebrochen wurde oder so. Man kriegt's einfach nicht mit, so. Oh, okay, ist fertig. Was? Der braucht wieder 3.
Der ist auch gleich fertig. Dann können wir schon mal weiter brechen. Da hinten ist ja noch mal Dings. Dann würde ich hier drüber... So, dann können wir das als Ressource noch mitnehmen. Und irgendwie, ich kann ja das doppelt machen. Ich weiß gar nicht, warum. Ah, nee, kann ich noch nicht, weil... Okay, die müssen erst fertig werden, dann kann ich von da aus losgehen. Oh ja, doch. Ich würde sagen, Zugriff auf Nahrung schaffen, das sehen wir uns in der zweiten Folge an von Frostpunk 2. Ich bin noch leicht skeptisch. Ich glaube, wir lernen gerade die Grundlagen. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Das geht bestimmt noch heiß her. Das Spiel lässt einen gerade, glaube ich, noch so die einfachen Sachen machen. Vielleicht hätte ich ohne Tutorial spielen sollen. Ich bin gespannt, was uns in Folge 2 erwartet. Bis gleich.